Guten Morgen, liebe Freundinnen und Freunde. Morgen. Wenn man hier in Berlin ist und erfährt, dass das Projekt jeden Tag 300 Millionen Euro teurer wird, dann merkt man erst, wie einfältig und rückständig die Stuttgarter Stadtpolitik ist. Wie ihr wisst, hat die grüne Gemeinderatsfraktion einen Antrag zu Stuttgart 21 gerade eingereicht. Das hat mich etwas in Rage versetzt und ich habe an die geschrieben. Den ganzen Brief kann ich jetzt nicht vorlesen, das wäre zu lang, aber der wird veröffentlicht. Aber ich will mal ein paar Kernsätze wenigstens vorlesen. Da hatte ich geschrieben, zum Kurswechsel ehemaliger Streitgenossen gegen das Projekt Stuttgart 21, jetzt im Rahmen grüner Politik an selbigem als angeblich unumkehrbar festzuhalten, will ich mich hier nicht äußern. Stichwort der Käse ist Käse, da steht's. Sie wissen aber sicherlich genauso gut wie ich, dass der von Ihnen ins Feld geführte Volksentscheid im Jahr 2011 weder mit der Durchführung des Projekts Stuttgart 21 insgesamt noch mit der Beteiligung der Landeshauptstadt Stuttgart an diesem etwas zu tun hat. Zur Abstimmung stand lediglich die Prüfung des Ausstiegs des Landes aus dem Finanzierungsvertrag. Wie Sie weiter wissen werden, wurde bei der Abstimmung das sogenannte Quorum nicht erreicht, weshalb keinerlei rechtliche Folgen eingetreten sind. Sich dennoch auf eine angeblich klare Entscheidung durch diese Abstimmung zu berufen, halte ich gelinde gesagt für unredlich. Ich habe den Eindruck, dass dadurch Ihre eigene Verantwortung für das Projekt ausgeblendet werden soll. Politik verstehe ich aber als Verpflichtung, im Interesse der Bevölkerung das Bestmögliche herauszuholen. Welche Konsequenzen Sie aus dieser Verpflichtung für Ihre Arbeit ziehen, mag Ihr Gewissen und mögen die Wählerinnen und Wähler in Stuttgart entscheiden. Grob verantwortungslos finde ich beispielsweise Ihre Auffassung, die Kostenfrage müssten die Deutsche Bahn AG und der Bund als deren Eigentümer beantworten. Bekanntlich hat die Deutsche Bahn AG die Projektpartner auf Beteiligung an den Mehrkosten verklagt. Dem neuesten Zeitungsbericht entnehme ich, dass dies allein für Stuttgart konkret eine Summe von 591 Millionen Euro ausmacht. Darin ist aber der Anteil an den neuerdings bekannt gewordenen weiteren Mehrkosten noch gar nicht enthalten. Ich habe es nicht hochgerechnet, wäre ja schon wieder überholt. Woher Sie die Gewissheit nehmen, dass auf Stuttgart keine immensen zusätzlichen Kosten zukommen, ist mir ein Rätsel. Verantwortung bestünde darin, die Konsequenzen der drohenden weiteren Kostenlast jetzt zu bedenken und zu reagieren. Wunschdenken hilft da nicht weiter. Schön ist, dass Sie ein großes Interesse an einer raschen Fertigstellung des Projekts haben. Das klingt aber sehr nach Beschwörung eines unerreichbaren Ziels und nicht nach einer den Realitäten orientierten Politik. Wie Sie wissen, bringt das Projekt immer neue technische und finanzielle Probleme. Dazu hin sind einige Abschnitte noch nicht einmal planfestgestellt. Es mag billig sein, dafür der Bahn die Verantwortung zuzuschieben, obwohl die Landes- und Stadtpolitik in der Vergangenheit ihren Teil zu den Problemen beigetragen hat. Um nur die Beispiele des Flughafens BER und der Elbphilharmonie in Hamburg zu erwähnen, dürfte doch klar sein, dass das Projekt Stuttgart 21, sollte es jemals fertiggestellt werden und in Betrieb gehen können, nicht schneller, sondern eher langsamer als jetzt angekündigt verwirklicht werden kann. Ein Jahr ist ja schon wieder dazugekommen, seit ich das geschrieben habe. Wenn man also eine Fertigstellung des Projekts haben will, so muss man mit vielen Jahren des weiteren Bauens und der damit verbundenen Beeinträchtigungen rechnen und entsprechend planen. Dazu gehört die Erkenntnis, dass kein Geld für anderweitige Verbesserungen des Schienenverkehrs übrig sein wird und auch Verbesserungen bei der S-Bahn nicht realistisch sind.
So, den Rest lasse ich weg und ich habe dann damit geendet. Ich möchte nicht versäumen, Sie als Ausweg aus Ihrem Dilemma noch auf das Konzept Umstieg 21 hinzuweisen und Ihnen anzubieten, sehr gerne für Rückfragen zur Verfügung zu stehen. Das war's.